Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel namens EU. EU ist ein Jump-and-Run-Abenteuerspiel mit einigen besonderen Merkmalen, wohl ein wenig auf RPG ausgelegt. Und man kann sich und sollte sich auf jeden Fall auch seine Rüstung verbessern. Start. Ja, und ich hoffe inständig, dass ihr mich einigermaßen verstehen könnt, weil die Musik im Menü war jetzt so extrem laut. Leider kann man sie nicht ausschalten. Deswegen habe ich im Menü erstmal alles auf lautlos gemacht, habe das drüber gesprochen, nehme ich mal an zumindest. Ich habe es noch nicht gemacht. Mein Zukunfts-Ich sozusagen wird das Ganze machen. Ich hoffe, ihr könnt mich einigermaßen verstehen, weil ich kann die Musik überhaupt nicht ausschalten. Und ich kann sie leider auch nicht leiser schalten. Wenn ich Escape drücke, kommt das, nämlich eine Pause. Das werde ich jetzt mal kurz nutzen, um mal eben ein paar Worte zu sagen. Und zwar, EU, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ist aktuell von zwei deutschen Entwicklern erstellt worden. Und da wollen wir jetzt erstmal reinschauen, wie das Spiel so aussieht, wie es sich spielen lässt. Im Moment ist es leider nur auf Englisch, also die ganzen Texte sind auf Englisch, die Sprache ist auf Englisch, wobei ich nicht weiß, ob jetzt Sprache drin ist, ich habe ja bisher noch nichts gesehen, aber es soll auf jeden Fall auch noch eine deutsche Übersetzung folgen, das heißt, wenn euch das Spiel interessiert, ihr das aber nicht spielen möchtet, weil es eben komplett auf Englisch ist und ihr nicht allzu viel versteht, dann könnt ihr entweder so lange warten, bis die deutsche Übersetzung draußen ist oder euch das, ja, aktuell holen oder im Angebot holen und entsprechend auf die deutsche Übersetzung warten. Ja, das schon mal vorweg. Ich hätte auch noch einige andere Sachen, die ich noch zum Spiel sagen könnte, aber ich würde sagen, wir schauen erstmal rein. Es tut mir leid, solltet ihr mich nicht so gut verstehen. Also bei mir in den Kopfhörern ist es wahnsinnig laut. Ich weiß nicht, wie es nachher auf der Aufnahme sein wird. Und ja, ich kann nur hoffen, dass ihr mich noch einigermaßen versteht. Ganz kurz noch zur Steuerung. Es ist ein bisschen umständlich und zwar, also aktuell muss ich dazu sagen, es wird noch an der Steuerung gefeilt. Es soll, ich glaube, noch zwei andere Steuermöglichkeiten geben in Zukunft. Mit A könnt ihr angreifen, mit D könnt ihr euch verteidigen. Control weiß ich nicht, ich glaube, das ist dann Steuerung. Da müssen wir gleich mal gucken. Das hat irgendwas mit der Batterie zu tun. Space ist normal springen. Ja, Escape ist natürlich dieses Pausemenü. Und die Pfeiltasten rechts und links, damit lauft ihr. Jetzt habe ich schon ein Problem, weil das nämlich heißt, dass ich meine rechte Hand, die ja sowieso schon nicht mehr so gut ist, sage ich mal, also damit habe ich einige Probleme mit dem Handgelenk, dass die nicht bei der Maus liegt, sondern dass ich die hier quasi in meinen, ich kann es euch leider nicht zeigen, weil ich jetzt kein Bild drin habe, aber in meinen Stuhl reinquetschen muss von innen, und um an die Tasten zu kommen. Das heißt, es könnte etwas problematisch mit dem Laufen werden, aber wir schauen einfach mal. So, also das ist Angriff. D, ach das, okay, das ist die Verteidigung. Die baut sich aber offensichtlich immer auf. Die kann man nicht immer benutzen. Den Schuss kann man recht schnell hintereinander benutzen. Alle 2 Sekunden ungefähr. So, man kann damit springen und okay, weder Alt noch Steuerung funktionieren. Vielleicht geht das dann ja später. Oh, I forgot to introduce myself. I'm Ava, the supervisor of constructions. Now please go and find Mr. Crowbot here. He's looking forward to meeting you. At the end of this room, there's an elevator. Use it. Okay, wir sollen irgendjemanden finden. Achso, da kommen wir durch. Oh. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gewollt war. Bist du gut oder böse? Hallo? Hä? Was war das denn gerade? Also der scheint einfach nur zu patrouillieren oder so. Keine Ahnung. Starship SS Hunter.
Have a good day. Dankeschön. Amazing. Okay. Also. Oh, ist das laut hier. Ja. So, wie geht's? Okay. Ah, wir haben auch einen Doppelsprung. Okay. What's up, du? Nein! Gott, ich muss erst mal gucken. Es ist ein bisschen... Ja, wenn man das Spiel nicht kennt, man weiß noch nicht genau, wie man wo, wie laufen kann. My name is Crowbar. Now hurry up, we have no time to lose. Get to the gold flag and finish your first trial run. Was heißt das jetzt? Sollen wir Spinnen suchen oder sind das unsere Gegner? Also ich verstehe es jetzt so, dass die Gegner, dass die Spinnen uns angreifen mit, ja... Pistolen bewaffnete Pilze uns auch noch angreifen und ich denke mal, das soll so eine Art Drohne sein, uns auch angreifen können. Also das sind wohl unsere ersten Gegner, vermute ich. Okay, neuer Rekord. Naja gut, wir sind jetzt, wir haben jetzt viel gesprochen und so. Jetzt können wir hier weitermachen. Was passierte, wenn ich Skip-Level mache? Achso, okay, gut. Ich wollte gerade sagen, man muss ja immer mal gucken, was dann passiert. So, also die Pfeile unten zeigen uns schon mal an, wo wir hin müssen. Ich meine, gut, dass wir hier nicht vorbeikommen, das sieht man ja eigentlich. You can find screws in other small metal parts of this world. You can use them to strengthen your body later on. Okay, ich habe jetzt nichts verstanden, ehrlich gesagt. Ich war jetzt gerade kurz davor reinzuspringen. Aber das war, glaube ich, nicht so gut. Soll ich jetzt... Ja, anscheinend soll ich nach rechts. Nein, ich laufe da nicht wieder runter. What's up, du? Protection. Das hat jetzt wahrscheinlich irgendwas mit diesem D zu tun, oder? Get ready. Double Jump, press zweimal. Achso, wegen dem hier. Ah, okay. Nein, nein, nein. Aber das ist auch gut, da müssen wir auch hin. Nee, da, ja, können wir rum. Aber wir landen auf dem Boden. Na gut. Now, go to the training center. Every newcomer needs to absolve some basic training. Especially if they are as small as you are. Hallo, so klein bin ich doch gar nicht. Was mir aufgefallen ist, euch bestimmt auch schon, diese grünen, ja, Strahle hier hinten, die blockieren so lange, bis man den Dialog zu Ende gehört hat. Finde ich gar nicht mal schlecht. Klar, wenn man das alles natürlich schon kennt, wäre es gut, dass man das irgendwie skippen könnte. Aber so, zumindest für den Anfang finde ich es nicht schlecht. So, wir haben einen Schlüssel. Keine Ahnung, was man jetzt damit macht. Ah. Wir haben irgendwas aufgeschlossen. Ich weiß noch nicht, was uns das bringt. Ich glaube, wir haben jetzt hier so Einheiten bekommen. Okay, was ist das? Pick to continue, das ist schon mal gut. Player. Waffen, das ist auch gut. You need bytes to purchase player. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Man muss diese Bytes hier oben einsammeln. Ich hoffe, ihr versteht mich noch, weil ich schreie jetzt gerade meine Kopfhörer an hier, weil das so laut ist. Achso, wenn wir Gegner kaputt machen und wenn wir Level beenden, dann bekommen wir die. Massive Stairs by completing levels very quickly. Okay. Okay, und für die Waffen brauchen wir hier rechts diese Schrauben.
man auch in den Leveln so bekommen kann. Holla, das war ein bisschen zu schnell. So, ich würde gerne hier oben. Ach, das sind meine Stats. Okay, Change Equipment. Okay. Nein, ich will hier nichts machen. Lass mich raus. Ich hatte... Achso, über den Einkauftypen, über das Einkaufzeichen kann man hier nochmal zum Typen. Leben, Charging Time. Leben ist immer gut. Können wir das schon? Brauchen wir 140 für. Achso. Okay. Woran sehe ich dann, wie teuer die sind? Das weiß ich nicht. Hm. Ach, hier kann man sich dann andere Sachen quasi freischalten. Das könnte ich jetzt nehmen. Nee, kann ich auch nicht nehmen, weil ich nicht genug habe. Okay. Dann ist das nur zur Einführung, aber nicht zum Gebrauch in dieser Runde. Ach so, man kriegt Sterne, wenn man das innerhalb von kürzester Zeit macht, wenn ich das richtig verstehe. Good luck, Io. Ja, danke, danke. Animal. Was? Attack Animals? Ja, yeah, ja, das wissen wir ja. Well, that is quite the difference in height. You can double jump if you tap jump up twice. Okay, das funktioniert nicht so gut mit dem Schießen und dem Springen. Okay, machen wir es einfach so. Also ich persönlich finde es mit der Steuerung ehrlich gesagt etwas schwierig, weil ich kann so gar nicht spielen. Früher konnte ich das mal, aber das war dann auch ganz anders. Dann stand die Tastatur rechts und man hat irgendwie nie mit der Maus gespielt. Ach so, ist das das mit dem... Nee. Nein, falsche Taste! Mir wird es besser, wenn ich hier hoch bin, glaube ich. Ja, roll weiter. Nein, wieso ist er noch nicht hoch? Oh, fuck! Nein! Geht weg! Also ich töte die jetzt nur, weil es hieß, dass ich dann was bekomme, ne? Nee, nach rechts muss ich mal. Bist du ein Guter? Oh, ich verstehe dich gerade nicht, das ist so laut. Well done! Ach so. Okay, ich muss gar nicht mit ihm reden. So, jetzt schaue ich nochmal. 25,7. Tut sich da was, wenn ich da... Ja, genau. Okay, dann habe ich das richtig gesehen. Dann haben wir nämlich dadurch die Dinger bekommen. Sehr schön. Kill the first enemy. Yay! Was wollte ich den gerade schießen? Was? Ich habe keine Ahnung, was der sagt. Do you like guns, kid? Destroy those boxes with your nail gun. Just tap the shoot button to fire. Haha. Und wie komme ich jetzt dahin? Ah, okay. Aber der macht mich doch direkt platt, wenn ich da stehe. Geh doch mal woanders hin. Oh Gott. Oh, oh, oh.
Nein! Sehr schön. Hat der das jetzt noch angenommen? Wenn nicht, bin ich sauer. Ach, ich kann... Ist das geil? Yeah, good job. Das ist cool. Ah, schade. Aber den müssen wir umbringen, oder? Wenn ich das richtig sehe. Ah, nee. Müssen wir nicht? Oh, okay. Oh, aber den sollten wir umbringen. Ja, nein! Warum kommen die da durch? Ich war doch gerade noch am Überlegen. Da könnt ihr die doch nicht einfach da durchmachen. Hilfe. Kriege ich auch Punkte, wenn ich die Würfel kaputt mache? Boah. Alter, ich wollte ihn gerade kaputt machen. Also was ich noch nicht so ganz verstanden habe, warum ich meine Batterie eigentlich aufladen muss. Doch, Moment, das habe ich irgendwo gelesen. Ich glaube, das war, damit ich springen kann. Ich müsste mir das nochmal durchlesen, ehrlich gesagt. Aber das hatte irgendeinen Sinn. Ich meine, das war, damit ich springen kann. Okay. So langsam kriege ich Angst. You can do it. Na, bin mir nicht so sicher. Also ich hänge hier wirklich ein bisschen zusammengequetscht gerade. Mit meinen Armen. Das ist auch nicht so gut. Ist falsch, oder? Ah, ja, ich habe mal drauf geachtet. Genau, jetzt habe ich... Ach so. Der lädt sich aber trotzdem zwischendurch selber auf. Jetzt habe ich mal drauf geachtet. Also durch das Springen geht oben links die Batterie runter. Okay. Und nun? Kann ich irgendwie auf dir... Ups, auf dir draufstehen? Kann ich? Bringt mir aber nichts. Theoretisch... Nein! Ach, da unten muss ich weiter. Oder wie? Komm runter. Los. Kann ich jetzt auch wegschießen? Nee, ne? Be careful around these mines, Io. Da unten ist aber irgendwas. Ich weiß nicht, ob... Aber das fällt wahrscheinlich nicht runter. Ich würde das unten... Achso, ich kann das von rechts dann... wegschießen. Ja, ich bin gar nicht so doof, ne? Aber wenn ich das wegschieße, komme ich nicht mehr nach oben. Die Frage ist, muss ich da noch... Doch, ich muss da wahrscheinlich nach oben, ne? Ah, ich drücke schon wieder die falsche Taste. Ah, okay. Also die Dinger bleiben hängen. Das ist schon... Upsa. Das ist schon mal gut. Wie komme ich jetzt darüber? You can heal your wounds using medkits. Don't look at me like that. I didn't make the rules. Ja. Warum steht der jetzt hier so komisch? Kann er mich angreifen, wenn ich da runterspringe? Boah, viermal. Ach so, dahinter lässt dann. Okay, die brauche ich nicht. Der hinterlässt eine Mine, okay. Nein! Ich will doch nur schießen! Geht's noch? So. Oh, da muss ich... Kommt der da runter? Ich dachte schon. Nein! Ist das euer Ernst? Der war doch schon kaputt. Wieso hat der mich denn noch kaputt gemacht?
Ich wollte euch natürlich nur mal zeigen, wie man stirbt. Dafür war dieses Level prädestiniert. So, nachdem wir festgestellt haben, dass wir einfach nach rechts durchlaufen sollen. Nein! Hallo? Ach, da geht man kaputt? Okay. Ich hatte gedacht, ich kann jetzt so durchlaufen. Aber gut, wenn man dann kaputt geht, das ist... Be careful around these mines. Nein! Ich muss alles nochmal neu holen. Ich hasse euch. Okay. Nein, nein. You can heal your wounds using weapons. Don't look at me like that. I didn't make the rules. Okay, was ist jetzt hier mit den... Doch, die explodieren. Na? Okay. Explodiert das Ding noch? Nee, ne? Sollten wir aber trotzdem nicht unbedingt so nah bei uns dran haben. So. Können wir da durch? Huh! Hilfe! Wie kommen wir denn hier aus? What the fuck? Wieso komme ich dann da oben aus? Und wieso bin ich dann instant tot, sobald ich angekommen bin? Ich konnte ja jetzt gar nichts machen. Mich nicht bewegen, nichts. Ja, da bin ich jetzt mittlerweile nicht mehr so von überzeugt, ehrlich gesagt. Ich meine, das hier ist ja noch okay. Ja, ja. Nerv mich. Das dachte ich gerade, bei uns fliegt ein Flugzeug vorbei. Ich weiß nicht, ob man hier überhaupt hochkommt, ohne dass das Ding eintrifft. Oh. So, also ich denke mal... Achso, da kann ich ja gar nicht drauf springen. Ich denke mal, dass ich... erst den oben machen muss und dann darunter springen muss. Oder kann. Das Problem ist, dass der mich ja direkt trifft. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht genau, wo ich mein Leben sehe. Ob das auch die Batterie ist, aber das glaube ich eher nicht. Ah nee, Moment, oben links diese zwei Herzchen sind das, ne? Hä? Wieso kann er hier hinschießen? Also ihr könnt jetzt gerne sagen, ich bin zu doof dazu, aber das nervt mich gerade die Stelle. Man immer so schnell hier drin ist. Ich erschrecke mich jedes Mal wieder aufs Neue. Wieso habe ich jetzt hier einen Schlüssel drin? Okay. Ah, nee. Oh, ich dachte schon, der kommt jetzt hier rüber. Oh.
So. Also ich habe jetzt nur noch ein Herz. Das ist jetzt wirklich ein Problem. Der trifft mich sofort. Das ist echt mies. Ich habe nichts, womit ich jetzt mich wiederbeleben kann. Okay, beim letzten Mal habe ich mich nicht bewegt und ich kam hoch. Ah, so kommt man hoch eigentlich. Okay. Die denn hier runter? Jetzt nicht. Okay. Was ist dieses Ding, was gerade in meinem Kopf ist? Hilfe! So. I love you. Convincing performance. Play EU for a total of 10 minutes. Ah, okay. Aber wieso 10 Minuten? Ich nehme doch gerade schon 20 Minuten auf. Ja, wahrscheinlich wird nur die reine Spielzeit hier gerechnet. Jetzt ist die Frage, wie komme ich jetzt nach rechts? Ich kann... Ach doch, mit der Maus kann ich ziehen. Schauen wir mal eben. 14 sind es insgesamt, okay. Also das schauen wir uns auf jeden Fall noch an. Mal gucken, wie weit wir das machen heute. Good luck, Neo. Ja, du kannst mich mal. Da war auch gerade irgendein Hinweis. Ich glaube, irgendwas mit Doppelsprünge oder so. Some of these boxes can't be destroyed, but you can move them around. Ja. Nur mit einem Doppelsprung klappt es nicht so gut. Hä? Ich kann doch keine andere. Ah, jetzt. Okay, das muss ich ein bisschen nach links. Nicht so weit. Nein. Nein. Was macht der den Doppelsprung nicht? Ja gut, meine Tastatur ist auch nicht mehr so in Ordnung, aber ich glaube, das geht nur, wenn man läuft. Sonst macht er keinen Doppelsprung. Jetzt macht er auch wieder keinen. Er will keine Doppelsprünge mehr machen. Hallo? Also man hört ja, dass ich die Tastatur drücke. Aber er will nicht mehr. Er will nur noch einfache Sprünge machen. Ich glaube, jetzt ist meine Tastatur komplett im Eimer. So, das war jetzt, glaube ich, ein Fehler. Also aus dem Stand heraus kann ich nur einfache machen. Und im Laufen kann ich auch nur einfache machen. Ja. Toll. Das ist nicht gerade die beste Voraussetzung, euch dieses Level hier zu zeigen. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob das zufälligerweise am Level liegt oder ob das jetzt tatsächlich an meiner Tastatur liegt. Ich kann auf jeden Fall keine Doppelsprünge mehr machen. Wir gehen mal hier eben raus. Das möchte ich kurz ausprobieren. Habe ich das jetzt neu gestartet oder was? Hier kann ich wieder Doppelsprünge machen. Okay, es scheint irgendwie an dem Level zu liegen.
Das ist natürlich jetzt nicht schön. Weil hier funktioniert... darf ich hier auch durch? Some of these boxes can't ja, ja, das ist mir schon klar. Weil hier funktioniert alles wunderbar. Aber jetzt will er wieder nicht mehr. Jetzt macht er nur noch einfache. Wenn ich einmal gegen die Wand gekommen bin, macht er keine Doppelsprünge mehr. Nö. Das scheint am Level zu liegen. Hm. Ja. Also es tut mir wirklich, wirklich leid. Ich hätte gern noch zumindest das Level für heute noch gemacht. Aber irgendwie komme ich jetzt hier, warum auch immer, nicht weiter. Ich werde das auf jeden Fall mal als Rückmeldung weitergeben, dass das hier nicht funktioniert. Also zumindest bei mir jetzt gerade hier nicht funktioniert. Ich meine, es kam jedes Mal, sobald ich da an die Wand gekommen bin. Also wenn ich hier so nicht im Doppelsprung hochgekommen bin, dass ich dann einfach keinen Doppelsprung mehr machen kann. Ich meine, ihr hört meine Tastatur. Er macht einfach keine Doppelsprünge zurzeit. Ach, Moment. Wie viel Energie braucht man für einen Sprung? Wir haben jetzt keine Batterie. Wir müssten mal einen Moment warten. Ja, aber es geht auch nicht. Also ich brauche einen für einen Sprung. Aber ich kann immer noch keine Doppelsprünge machen. Hm. Ich warte mal eben ab, bis das so auf 20-25 ist. Und dann probiere ich das nochmal mit dem Doppelsprung. Also an sich, muss ich sagen, finde ich das Spiel ziemlich niedlich. Wobei niedlich vielleicht das falsche Wort ist mit so einem etwas böse aussehenden Roboter. Aber ich finde es doch ziemlich niedlich gemacht. So ein, hat ein bisschen, ja, halt dieses typisch Jump-and-Run-mäßige. Da fällt einem natürlich so als Urvater immer Mario Brothers ein, beziehungsweise später dann China Sisters. Das war zumindest so das Erste, was ich damals davon mitbekommen hatte. Wir sind schon bei 39. Mal gucken, ob ich jetzt wieder... Ah, bei 39 kann ich einen Doppelsprung machen. Dumm ist jetzt nur, dass ich es gerade nur mal ausprobieren wollte. Okay, dann warten wir auf jeden Fall noch mal einen kleinen Moment. Vielleicht kommen wir da heute doch noch mal hoch. Blöd ist, dass man die nicht ziehen kann, so wie es aussieht. Weil ich hätte den gerne noch mal nach links gezogen. Weil wenn man das einmal aus Versehen im Sprung nach rechts geschoben hat... aber er nimmt es hier irgendwie nicht an mit dem Doppelsprung. Ich höre, dass der einen machen will, aber... aber er macht es irgendwie nicht. Hm. Ist ein bisschen blöd. Ist jetzt natürlich auch doof, dass wir jetzt immer wieder warten müssen. Bis das wieder hoch ist von der Energie her. Ja, ich hoffe auch, dass es keine Probleme geben wird mit dem Upload. Weil, ne? Ich habe es ja schon diverse Male gesagt, auch bei den Herstellern bzw. bei den Entwicklern, die sagen, nein, das ist alles okay mit der Musik, nimmt die ruhig, veröffentlicht das mit der Musik im Hintergrund. Ich habe trotzdem schon oft Probleme gehabt. Ach, wir sind oben, wir sind oben. Ja, jetzt können wir natürlich wieder nichts mehr machen. Oh, das ist das, was ich meine. Das ist ein bisschen extrem nervig, weil wir warten jetzt hier und versuchen, die Zeit ein bisschen zu überbrücken. Dann weiß ich nicht, ob der Sprung überhaupt klappt bis da oben. Wahrscheinlich ist das Teil zu weit weg. Aber ja, wir müssen es trotzdem mal versuchen. Da oben ist schon wieder der nächste Gegner. Oh, das nervt. Aber es ist ein einfacher, das ist schon mal gut. Ja, sehr gut. Ich hoffe, da oben muss ich jetzt nichts mehr machen. So, da brauche ich auch einen doppelten Sprung. Nein, da brauche ich auch einen doppelten Sprung für. Moment. Control Left, das ist, glaube ich, Steuerung. Ah, jetzt weiß ich, wofür die Steuerungstaste ist. Ja, gut zu wissen. Gut, wir müssen uns natürlich da ein bisschen rantasten erstmal. So, wie war das mit der Taste? Da oben ist aber jetzt ziemlich nervig. Da steht er direkt.
Nein, 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 warum kommt der hier runter? Hallo? Some switches can be used to destroy obstacles. Ne, doch nicht. Wie kann ich den denn drücken? Hallo? So nicht. So anscheinend auch nicht. Ach so, der ist schon gedrückt, oder was? Hat der mir jetzt hier irgendwo eine Treppe hingemacht? Okay. Komm ich da hoch? Ich weiß nicht. Boah. Hab ich mich gerade erschrocken? These buttons can spawn some useful stuff for you. Und wo? Hallo? Wo spawnt der denn nützliche Sachen? Ach so, das ist die nützliche Sache. Okay, verstehe, verstehe. So, ich habe irgendwas geöffnet, oder? Wo müssen wir denn jetzt hin? Hallo, ich will doch nur hoch. Leute. Ich will doch nur hoch. Darf ich einmal hoch? Was ist denn jetzt los? Ich komme hier nicht mehr raus. Hallo? Ja. Schön. Also, ich werde immer wieder zurückgesetzt. Ich glaube, irgendwas ist jetzt dumm gelaufen. Es kann sein, dass ich dieses Ding zu nah rangesetzt habe. Das könnte es sein, dass man dann nicht mehr nach oben kommt. Wobei das jetzt blöd ist, weil das ist ja jetzt so eine einweglose Situation. Ich sehe nämlich sonst nichts anderes, was man hier machen könnte. Ich komme oben auch nicht rüber. Nö. Ja, ich glaube, mein Spiel sagt mir damit, dass ich es für heute lieber, ja, aufgeben ist so ein blödes Wort, aber für heute lieber damit Schluss machen sollte. Zumal mir, ehrlich gesagt, auch mein rechtes Handgelenk jetzt gerade tierisch wehtut. Ich habe hier nämlich nicht so den Platz, dass ich die Tastatur verschieben kann. Und wie gesagt, ich sitze da so ein bisschen eingequetscht mit. Ich finde das Spiel an sich aber gar nicht so schlecht. Ich hoffe, ihr versteht mich noch, weil die Musik sehr laut ist. Würde den Entwicklern allerdings empfehlen, dass man die Musik einstellen kann. Also entweder die Musik extra ausmachen, dass man nur noch die Geräusche hört. Das wäre natürlich am besten. Oder zumindest die Musik regeln, dass man die runterfahren kann. Dass man, ja, nicht dieses Dröhnen die ganze Zeit auf dem Ohr hat. Weil ich habe meine Kopfhörer grundsätzlich immer schon relativ leise eingestellt. Weil ich laute Geräusche nicht so mag. Und wenn einen das dann so ins Ohr donnert, dann ist das natürlich, ja. Also bei mir nicht so toll. Bei euch kann es natürlich total egal sein. Oder andere sind wiederum auch schwerhörig. Bei denen ist es sowieso egal. Das Spiel an sich, das kann ich schon mal vorwegnehmen, finde ich ziemlich niedlich gemacht. Also es hat auch einen gewissen Fun-Faktor. Das mit der Batterie, okay, das habe ich irgendwo mal gelesen und habe es dann nicht mehr im Kopf gehabt, als wir die Batterie aufladen mussten. Sollte man aber auf jeden Fall im Hinterkopf behalten in solchen Momenten. Was ein bisschen schade ist, dass man sich die Wege zurück verbauen kann. Also sprich, wie jetzt anscheinend mit dieser... Ja, ich wollte jetzt nach rechts laufen. Man ist es halt gewohnt mit ASWD, dass man hier rechts und links laufen kann. Also das hier meine ich, ne? Der versucht offenbar nach oben zu gehen und es passiert nichts. Ich denke mal, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ich hatte nämlich oben eins von den Dingern hier, hatte ich ja nach links geschoben, weil ich da hochspringen wollte. Und ich meine, dass das mitten im, also nicht mitten im Strahl, aber dass das ganz eng an dem Strahl dran war. Und vielleicht blockiert es jetzt. Das ist natürlich sehr ärgerlich, wenn man deswegen das ganze Level jetzt nochmal neu starten muss. Wir werden mal schauen. Also wir werden in der nächsten Folge bei diesem Level auf jeden Fall wieder anfangen.
und werden dann nochmal so ein bisschen schauen, was das Spiel alles so kann. Ich werde auf jeden Fall, sofern ich es denn schaffe, die erste Ebene komplett mit euch durchspielen. Was ich euch aber schon mal vorweg sagen kann, dass die Level am Anfang noch relativ einfach sind. Ja, lacht mich jetzt nicht aus, weil ich zweimal gestorben bin. Dass sie noch am Anfang relativ einfach sind, aber dass es danach relativ schnell hochgeht. Also, dass es dann quasi ich kann dieses Wort nicht aussprechen. Dass es in der geraden Linie wohl hochgehen soll, so wie ich das verstanden habe. Ich bin mal gespannt, ob das erst passiert, wenn wir diese Level durchhaben, weil ich denke mal, so Stufe 1 wird wohl so die Einführung eher sein, weil ja auch immer noch was am Erklären ist. Oder ob das die ganze Zeit jetzt kommen wird. Weil ich fand es schon schwieriger, gerade bei denen, die mich nur ein, zwei Mal treffen müssen. Ich würde mir gerne mein Leben verbessern, aber ich habe leider noch nicht genug, um mir mein Leben zu verbessern. Also denke ich zumindest. Ich kann ja auch Pause stellen. Genau, dann brauche ich gar nicht so zu schreien. Muss ich beim nächsten Start nochmal gucken, beziehungsweise vor dem Start, ob ich da irgendwas verbessern kann. Und ja, ich würde sagen, dass wir dann hier erstmal die Folge beenden. Es ist, wie gesagt, ein sehr lustiges Spiel bisher, auch wenn es mich, wie allerdings viele andere Jump-and-Run-Spiele auch, teilweise schon einige Nerven gekostet hat. Ja, was halt nur schade ist, dass ich jetzt hier nicht weiterkomme. Ich hätte zumindest das Level gerne noch zu Ende gespielt. Ich könnte es auch jetzt nochmal neu starten, aber da wir jetzt eh schon über eine halbe Stunde drüber sind, würde ich sagen, ist das so der Wink des Spiels, dass ich hier erstmal einen Cut machen sollte. Und ja, dass wir den Rest dann in der nächsten Folge gucken. Ich muss mal schauen, wie viele Folgen ich davon mache. Ich weiß auch nicht, wie weit ich überhaupt komme. Also wenn ich jetzt weit komme, können wir eventuell auch mehr Folgen aufnehmen. Ansonsten, wenn ich wirklich irgendwo hängen sollte, dann hoffe ich, dass ihr bis dahin zumindest ein paar Folgen hattet, um euch das Ganze so von der Technik her und so schon mal anzusehen. Wie gesagt, das Ganze wird mit der Zeit auch noch auf Deutsch erscheinen. Wäre mir persönlich auch sehr wichtig, weil normalerweise spiele ich ja keine englischen Spiele. Aber ich habe mir gedacht, gut, beim Jump and Run, da wird jetzt nicht so viel erklärt normalerweise. Da ist es jetzt nicht so wichtig, ob es jetzt auf Englisch oder auf Deutsch ist aktuell. Nur bei anderen Spielen, wenn es jetzt so ein richtiges, was weiß ich, ein MMO ist oder sowas, das würde ich niemals auf Englisch spielen. Also das möchte man ja doch schon genießen und die Story dann genießen und so. Und da brauche ich definitiv deutsche Sprache. Aber ich freue mich auf jeden Fall darauf, wenn das Ganze auf Deutsch auch übersetzt wird. Und ja, wenn ihr da noch irgendwelche Sachen zu wissen wollt, es gibt auch einen offiziellen Discord-Server davon. Wenn ich daran denke, verlinke ich den auch direkt mal mit hier in meiner Beschreibung. Und dann sage ich erstmal für heute danke fürs Zuschauen. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.